Also zuallererst möchte ich mich für diese Einladung heute Abend bedanken. Wir freuen uns sehr. Ich möchte direkt dazu sagen, ich bin im Moment noch etwas aufgeregt. Ich bin das nicht gewöhnt, vor so vielen Leuten zu sprechen. Normalerweise stehe ich halt auf meinem Acker und mein Publikum bei meinen Selbstgesprächen sind eher das Gemüse, die Salate und die Kräuter. Aber ich werde mich bemühen, das richtig gut für Sie heute Abend zu machen. Wer sind wir? Wir sind die Gemüsekiste Grebenau. Unser Acker ist in Schwarz, direkt am Haus. Wir haben eine Fläche von 600 Quadratmeter reine Anbaufläche. Das heißt, das ist reine Beetfläche. Keine Wege, keine Wiesen, sondern die reine Beetfläche. Und nochmal 240 Quadratmeter Tunnel. Das sind zwei Tunnel, jeweils 20 Meter auf 6 Meter. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Momentan bauen wir ungefähr für 50 Kisten an. Das heißt, wir können 50 Haushalte mit unserem Gemüse versorgen. Das Ziel ist natürlich irgendwann Minimum das Doppelte zu haben. Aber zurzeit tätige ich die Arbeit komplett alleine. Habe natürlich ein bisschen Hilfe von meinem Mann, der heute auch mit ist und zuständig ist für die Technik und zu Hause für die Büroarbeit und sowas. Das schaffe ich nämlich nebenbei nicht. Ja, der Film heute Abend, der aufgenommen wird, wird im Übrigen nicht vermarktet. Es geht nur darum, dass wenn der gut wird, wir den vielleicht auf unserer Homepage zeigen. Ich wurde gebeten, Ihnen heute Abend das Konzept Market Garden und Permakultur ein wenig nahe zu bringen. Genauso ein wenig Informationen über Fermentation und die Knolle Yacon. Ich bin natürlich unglaublich gerne bereit, darüber zu berichten, weil das natürlich Themen sind, für die ich unglaublich brenne und die mir sehr am Herzen liegen und sehr wichtig sind. Ich möchte aber gleichzeitig dazu sagen, wir können diese Themen heute Abend wirklich nur anreißen. Das heißt, ganz kurz das Wichtigste dazu berichten, aber jedes einzelne Thema davon würde wirklich einen Abend füllen. Deswegen ist es schön, dass es demnächst einen Fachvortrag gerade über das Thema Permakultur gibt. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, wie gesagt, ich bin ein wenig nervös, man möge es mir verzeihen, aber ich laufe mich warm, ich verspreche es. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in den Vortrag. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Techniker, hab's kaputt gemacht. Nee, bin nur raus. Ah ja, so, das hatten wir jetzt. Ja, Themenüberblick, wie gesagt, ist heute Abend Market Garden, Permakultur, Fermentation und Yacon. Ich möchte Ihnen jetzt einen ganz kurzen Film zeigen, und zwar über die Gemüsekiste Grebenau. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Do it all again.
glaube, der Film hat schon ziemlich viel zu dem Thema, wie wir anbauen, gesagt. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr viel erklären. Ich denke, das ist so ein Thema, was vielen und wie gesagt auch den meisten, die einen eigenen Garten haben, am Herzen liegen, nämlich schon wieder weg. Schwuppsdiwupps. Wo ist es hin? Da, haben wir. Es geht natürlich immer um den biologischen Anbau. Ich denke, das versteht sich selber. Das ist, wie gesagt, ein Herzensprojekt. Ich selbst gärtnere eigentlich, seitdem ich klein war, wobei ich sagen muss, wenn man klein ist, dann will man eigentlich nicht gärtnern, dann will man nur essen, vor allem die Erdbeeren und solche Sachen, ja. Aber ich bin damit groß geworden und es war für mich immer eine Leidenschaft. Und irgendwann war für mich klar, ich muss das in irgendeiner Weise zu meinem Beruf machen. Man muss natürlich für sich die richtige Anbaumethode finden. Und Market Garden war für mich genau das Richtige. Ja? So. Ich konnte meine Familie mit ins Boot holen und das war sehr wichtig, weil so ein Projekt kann man nur gemeinsam machen, als Familie, vor allen Dingen, wenn man es in so einem kleinen Rahmen macht. Was bedeutet jetzt Market Garden? Also wir bauen auf einer kleinen Fläche viel Gemüse an. Ihr habt es ja gesehen in dem Video, die Beete sind 75 cm breit und 16 Meter lang in meinem Fall. Es gibt 4 Beetblöcke, a 12 Beete. Ich habe Market Garden gewählt, ganz einfach wegen der Strukturierung. Ja, schöner finde ich natürlich auch einen Permakulturgarten. Aber es geht natürlich auch darum, effektiv zu sein. Ja? Also wenn man damit Geld verdienen muss, dann muss das auch passen. Und ich bin ein Mensch, der die Geradlinigkeit liebt. Das muss ich zu meiner Schande dazugeben. Ich habe es gerne, wenn jede Pflanze in der Reihe steht, ja? Als dieses wilde Durcheinander. Aber auch Mischkultur ist bei mir ein Thema. Wir arbeiten bodenschonend und ressourcenschonend. Das heißt, wenig möglich dazu, sondern versuchen, in Kreiswirtschaft zu wirtschaften und den Boden natürlich nicht kaputt zu machen, sondern ganz im Gegenteil, den Boden zu erhalten und ihm statt wegzunehmen zuzuführen. Wir bauen Humus auf, ja, das ist ganz wichtig. Wir versuchen, eine nachhaltige Landwirtschaft zu prägen und vor allen Dingen auch eine vielfältige. Wir verwenden überwiegend samenfestes Saatgut. Ja. Unser Saatgutlieferant ist überwiegend, weil wir da einfach wissen, wir kriegen gutes Saatgut und es ist alles vor allen Dingen koscher. Ja, so. Wir schaffen es natürlich nicht, unsere Jungpflanzen komplett selbst vorzuziehen. Das heißt, wir haben auch einen Jungpflanzenlieferant und zwar die Firma die Bioland zertifiziert sind. Das heißt für uns, wir müssen alle 14 Tage 100 Kilometer fahren, um die Pflanzen abzuholen, aber das ist es mir einfach wert, weil bei uns in der Region niemand war, der biologisch Jungpflanzen anbaut. Direktvermarktung, ja, das bedeutet Market Garden, gibt es keine Zwischenhändler oder sowas, sondern wir machen das Ganze in Urproduktion. Wir ernten und bei uns kriegt der Kunde auch direkt von uns, also von uns direkt übergeben. Die Gemüseausgabe ist wöchentlich, ja, also der Kunde kommt oder hier in Mar eine Abholstation und wir übergeben unser Gemüse. So sehen Gemüsekisten bei uns aus. Das ist natürlich im Frühjahr immer etwas grüner. Es sind mindestens 5 Sachen in der Gemüsekiste drin. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Im Sommer können das auch mal 9 bis 10 Sachen sein. Das ist natürlich immer das, was der Garten hergibt. Die Vorteile eines Market Garden sind natürlich, wie gesagt, keine langen und weiten Transportwege, ein höherer Nährwert und Vitamine. Das heißt, vieles an Gemüse verliert ja schon nach Stunden Nährwerte, Vitamine, alles, was wir eigentlich in unserem Essen haben möchten. Und es gibt natürlich bei uns einige Sachen, die Sie nie in einem
Supermarkt finden. Ja, solche Sachen wie Postelein, Diakon zum Beispiel, Mangold, ja, also vielleicht finden sie ihn mittlerweile mal, aber eher selten. Wichtig ist beim Market Garden natürlich auch der soziale Austausch, das heißt die Gespräche, die man führt bei der Gemüseausgabe, die Menschen kommen zusammen, sowas verbindet. Und das ist halt auch das, was einen Market Garden ausmacht. Ja? Man hat die direkte Verbindung zum Produzenten. Ja? Und man kann auch zum Produzenten sagen, du, deine Radieschen, da waren aber ein paar Bewohner drin oder sowas. Ja? Und man kann diesbezüglich auch wirklich sich austauschen und miteinander vernetzen. Förderung der regionalen Kleinlandwirtschaft ist vor allen Dingen wichtig, um auch zum Beispiel Krisenzeiten abzusichern. Das sollte vielleicht auch jedem klar sein. Ja? Gerade in so Situationen, wie wir das jetzt ja häufig erleben, dass es da mal einen Streik gibt, da fahren die LKWs nicht und. Dann sind wir aber immer vor Ort. Ja? Und die kleine Landwirtschaft, glaube ich, wird in Zukunft sehr wichtig sein. Handarbeit ist ebenso eine Sache. Wir wollen bodenschonend arbeiten, ja, weil das, was wir an Lebewesen in unserem Boden haben, die sind uns wichtig, das sind unsere besten Mitarbeiter, die wir überhaupt haben können. Die wollen wir nicht umbringen, ja, oder sie stören, sondern wir wollen sie fördern. Und deswegen gibt es bei uns auch keine Maschinen. Es gibt Marketgärten, die mit Maschinen arbeiten, aber das ist nicht unser Ding. Die Nachteile sind natürlich, es ist nur eine kleine Fläche zur Verfügung. Das heißt, wir können auch nur eine begrenzte Anzahl an Kunden bedienen. Ja? Das heißt, auch wenn ich noch ein, zwei Leute mitnehme, irgendwann vielleicht einstellen kann, dann wird es trotzdem nicht möglich sein, 200, 300 Kunden zu bedienen. Ja? Deswegen sage ich immer, eigentlich braucht jedes Dorf oder jeder Ort einen Market Garden. Auch der Preis spielt eine Rolle. Es ist natürlich klar, ich kann im Supermarkt einen Salatkopf für 80 Cent kaufen. Ja? Da stellen sich natürlich auch die einen oder anderen die Frage, warum muss ich hier 2 Euro bezahlen? Ja? Aber man muss einfach bedenken, nochmal, wir bauen nicht maschinell an, sondern es ist alles Handarbeit, ja, und es wird frisch geerntet, frisch ausgeliefert und das alles, glaube ich, macht dieses Produkt zu einem besonderen Produkt, weil gerade Sie als Gärtner wissen, wie es ist, wenn ich einen Salat aus dem eigenen Garten ernte. Ja, da ist auch noch Geschmack drin, da ist Frische dabei und das macht etwas ganz anderes, als wenn ich mir einen Salatkopf im Laden hole, der schon 3 Tage liegt. Thema Schädlingsdruck, ja, den gibt es natürlich, wenn man biologisch anbaut, aber auch da ein Thema, wo ein Schädling, da ein Nützling, wenn man es richtig anstellt. Man muss natürlich gucken, dass man da für die Biodiversität sorgt, ja, und Lebensräume schafft. Auch das ist für uns ein Thema. Wird in Zukunft immer mehr eine Rolle spielen, wird auch bei uns immer mehr zum Thema werden, wobei wir jetzt natürlich erst im zweiten Anbaujahr sind und da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ein weiterer Nachteil für den Gärtner selbstverständlich ist, das Ganze ist äußerst arbeitsintensiv. Ja, also, das ist klar. Es geht morgens 5:30 raus, dann geht es in der Regel bis mittags 12:00. Im Hochsommer hält man es dann nämlich nicht mehr aus. Und dann geht es aber gegen 4 wieder raus, bis abends mit der Stirnlampe, ganz oft. Das Ganze macht aber Spaß. Also ich mache es nicht, weil es keinen Spaß macht. Die Geräte, die wir benutzen, das haben Sie eben im Video schon gesehen, ist die Broad Fork. Das ist so eine Doppelgrabgabel. Die wird benutzt, um den Boden zu lüften und zu lockern.
Das Ganze dient nicht als Werkzeug zum Umgraben. Wir haben eine Elektrohacke, die kommt relativ selten zum Einsatz, da die sehr tief in den Boden geht. Die verwende ich in der Regel nur, wenn ich jetzt zum Beispiel Karotten anbaue. Ja? Also man muss schon dazu sagen, Market Garden ist halt ein Geschäft, ja? Und ich möchte das, was ich anbaue, verkaufen. Ja? Und da ist es schon schön, wenn man mal eine Karotte dabei hat, die wirklich top aussieht. Ansonsten, da ist er doch, die Elektrohacke, ich habe vergessen weiterzumachen. So, dann haben wir noch den Ikanoplast Pro. Das ist ein Gerät speziell hergestellt für den Market Garden. Das Ganze ist auch eine Fräse, die funktioniert allerdings mit einem Akkubohrer. Also da kann man sich ja vorstellen, das hat keine große Leistung, damit kann ich nicht wirklich was reißen. Die geht auch maximal 5 cm in die Erde und dient eigentlich nur nach dem Kompostauftragen dafür, dass der Kompost ein wenig feinkrümelig gemacht wird, um ein sauberes Saatbeet zu erhalten. Ja, ich benutze einen Markierrechen im Market Garden Bereich. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, gibt es auch Markierwalzen. Ja, die kann ich mir leider noch nicht leisten. So ein Teil kostet zwischen 400 und 600 Euro. Ich bin damit aber ganz gut gefahren. Das ist ein einfacher Rechen. Der ist schon, der hat schon so fast diese Beetbreite, 60 cm. Und ich habe mir da Schläuche abgeschnitten bzw. zurechtgeschnitten und die kann ich dann auf meine Pflanzabstände einstellen und ziehe mir damit meine Rillen, wo meine Setzlinge hinkommen. Unverzichtbares Werkzeug ist der Jankseeder. Das ist eine Sämaschine, die von ganz, ganz fein bis Bohne alles aussehen kann. Ja? Das ist eine ganz große Arbeitserleichterung für unseren Bereich, weil Aussehen in diesem Beetformat, das ist schon wirklich, ja, das wäre schon ziemlich heftig. Auch ein ganz tolles Werkzeug sind Drahthacken. Die sind auch für den Market Garden Bereich extra konzipiert worden. Gibt aber mittlerweile auch ganz viele, die den im privaten Garten benutzen, weil es sich wirklich bewährt hat. Ja? Diese Drahthacken, da gibt es eine große, eine kleine, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Und wir haben uns jeweils an einen Stock eine große, eine kleine machen lassen, einfach wegen der Effizienz. In der Regel brauche ich beide und kann mit einem Arbeitsgang beide benutzen. Ja? Der Vorteil dabei ist, und da kommen wir auch wieder auf diese Beete bzw. diese Reihenabstände zu sprechen. Das heißt, im Market Garden wird ja alles schnurgerade gepflanzt. Und es gibt bestimmte Reihenabstände, die werden eingehalten. Und mit einer Drahthacke ist es halt ganz einfach. Ich setze die an und gehe dann einfach nur so durch meine Reihe. Ja? Ansonsten, Sie kennen das aus dem Garten, wenn ich da diesen machen will, ja, dann brauche ich alleine für ein Beet wahrscheinlich einen halben Tag. Ja? Und damit wird das halt erleichtert. Man muss dazu sagen, das muss man sehr früh machen. Also in einem sehr frühen Stadium. Ja? Weil irgendwie so eine großgewachsene Distel machen die nicht mehr raus. Da gehen die kaputt. Ja? Düngen. Natürlich müssen wir im Market Garden auch düngen. So. Wir verwenden in der Regel Jauchen. Ich denke mal, die bekannteste Jauche ist die Brennnesseljauche, aber es gibt auch die Beinwelljauche, es gibt die Kohljauche, es gibt gemischte Jauchen. Ich verwende gerne die Brennnesseljauche in Kombination mit meinem Hühnermist. Das Ganze muss am Ende aber stark verdünnt werden. Ja? Und man sollte das Ganze vielleicht auch nicht in der Nähe vom Nachbargrundstück machen, weil wer schon mal eine Jauche angesetzt hat, der weiß, damit macht man sich am Ende keine Freunde. Ja? Oh, jetzt war ich zu schnell. Dann gibt es den Bokashi. Den Bokashi habe ich jetzt nur mit reingenommen, falls das jemand kennt.
Das ist eine ganz tolle Sache für den Privatgartenbereich. Ja? Also wenn man einen kleinen Garten hat, ist der Bokashi eine ganz, ganz tolle Geschichte. Im großen Stil natürlich nicht geeignet, kann man materialtechnisch so nicht machen. Dann gibt es den Hühner-, Pferde- und Kuhmist. Was ist denn Bokashi? Bokashi ist eigentlich fermentierter, das, was man jetzt, wenn man Gemüse schneidet zu Hause, ja, dann wird das fermentiert. Da gibt es spezielle Behälter für, kann man sich auch selber basteln. Wen das Thema wirklich interessiert, da haben wir auf unserer Homepage ein komplettes Video dazu gemacht. Ja? Auf YouTube-Kanal. Genau, auf unserem YouTube-Kanal. Den Link findet ihr auf unserer Homepage. Also das ist wirklich, kann ich jedem empfehlen, das ist eine ganz tolle Sache. Und vor allen Dingen, es hat natürlich auch den Vorteil, ich werde meine Reste, ja, meine Lebensmittelreste, die werde ich dadurch gut los. Und ich stelle mir dadurch auch noch einen Flüssigdünger her. Weil bei diesem Zersetzungsprozess entsteht auch Flüssigkeit und diese Flüssigkeit kann ich ablassen und kann die als Dünger verwenden. Ja? Ansonsten, wie gesagt, Hühner, Pferde und Kuhmist, sofern Bio, das ist ganz klar. Und worauf man auch immer achten muss, ist, es ist eine große Vertrauenssache, wenn man die Tiere nicht selbst zu Hause hat. Medikamente sind ein ganz, ganz großes Thema. Ja, also da wäre ich sehr vorsichtig, da muss man wirklich jemanden haben, wo man sich drauf verlassen kann. Wir haben jemanden mit Pferdemist, der sogar effektive Mikroorganismen verwendet. Ja, so. Melasse, das kennt vielleicht auch jeder, da gibt es natürlich auch Biomelassen im Baumarkt, das ist wie so ein Sirup. Die Zusammensetzung ist, besteht aus Blühpflanzen, Getreide, Gras und Mais-Silage. Zukauf von Rinderdungpellets und Hornspäne für unsere Starkzehrer. Wir haben eine intensive Anbau, oder wir pflegen einen intensiven Anbau. Das heißt, im Frühjahr zum Beispiel, nur mal den Tunnel angenommen, im Frühjahr wird der Tunnel bepflanzt mit allem, was wir relativ früh vermarkten wollen. Das heißt, Postelein, Feldsalat, Kohlrabi, Chinakohl, Pak Choi, solche Sachen. Ja? Direkt danach kommen aber die Tomaten, die Gurken, die Paprikas, die Auberginen. Ja? Und die Auberginen sind halt Starkzehrer. Und wenn ich da vorher schon mal was angebaut habe, dann muss ich denen natürlich ein bisschen was zugeben. Wenn ich Starkzehrer anbaue, dann ist das für mich, da kommt da erstmal Schafwolle rein. Schafwolle ist nicht unbedingt ein großartiger Dünger, aber das ist ein super Wasserspeicher. Und dann kommt da eine Handvoll Hornspäne und ein paar Rinderdungpellets mit rein. Mulch kennt auch jeder, wahrscheinlich auch, Thema Permakultur, ja, da wird gemulcht. Wir mulchen überwiegend mit Grünschnittkompost und mit Rasenschnitt. Aber muss man immer vorsichtig sein mit Rasenschnitt zum Beispiel. Also es wird ja immer gehypt. Ihr hattet vor uns das Thema mit den Kartoffeln, ja, im Heubeet. Im Heubeet, ne? Also man darf sich natürlich da nicht wundern, wenn man dann einen Haufen Schnecken im Beet hat oder einen Haufen Mäuse, je nachdem, was man verwendet. In unserem Fall ist das relativ simpel. Wir können getrost auf unseren Rasenschnitt zugreifen, weil unsere Hühner im Herbst und im Winter frei auf der Fläche laufen und die eigentlich schon dafür sorgen, dass kaum Schneckeneier bei uns zu finden sind. Ja, dann kann man das machen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich da immer gucken, Mulch ist grundsätzlich ein Magnet für Mäuse. Gell? Die haben es da unten drunter schön warm, die sind da versteckt. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, was man sich für Mulch da auch zulegt. Wofür ist Mulch da? Ja, um den Feuchtigkeitsverlust zu verhindern. Das heißt, die Sonne hat ja doch in manchen Zeiten eine sehr starke Intensität und die zieht uns natürlich das Wasser aus dem Boden.
Schutz vor Windabtrag, ganz klar. Ne? Das ist ein großes Thema. Kein Boden sollte bedeckt sein, unbedeckt sein. Ja? Schutz vor Kälte, gerade im Frühjahr und im Herbst. Düngerauswaschung vermeiden, dient als Wärmespeicher und auch zum Unkrautunterdrücken. Und was wir im Market Garden zur Unkrautunterdrückung auch nutzen, ist Silofolie. Ja? Also wir hassen eigentlich in unserem Fall, wir sind uns da auch ganz oft nicht ganz einig, Silofolie bedeutet Plastik. Ja? Wir möchten eigentlich Plastik vermeiden, aber wenn man so anbaut wie wir und ohne Pflanzenschutzmittel und sowas arbeitet, muss man einfach gucken, dass man irgendetwas hat, was man verwenden kann. Und es war bei uns so, dass wir gesagt haben, wir haben unsere Fläche einmal umackern lassen. Ja, wir haben da erstmal eine Fläche ackern lassen, haben die freigemacht und haben die dann mit Silofolie bedeckt, haben das Ganze ein Dreivierteljahr ruhen lassen, damit wir überhaupt eine Fläche hatten, in die wir hineinpflanzen konnten. So. Jetzt haben wir im Prinzip zum großen Teil das Thema Market Garden abgehakt. Ich nehme mal an, vielleicht sind hier und da ein paar Fragen. Ich würde jetzt mal so 10 Minuten nutzen, um ein paar davon zu beantworten, falls welche da sind. Sonst gehen wir zur Permakultur. Also, gibt es Fragen zum Market Garden? Schwupps, da ist es wieder weg. Keine Fragen? Den Darius! Jawohl! So ein Genossenschaftssystem, dass man dann Genossenschaftsanteil hat, oder? Nee, das ist eine Solawi. Ja. Okay. Ne, und die Anbaumethoden zwischen Solawi und Market Garden sind eigentlich relativ identisch. Nur das Prinzip ist ein bisschen anders. Also bei der Solawi sind im Prinzip alle Mitglieder Bauern. Ja? Der Vorteil ist, derjenige, der das Ganze macht, ist abgesichert. Ja, das heißt, er hat ein monatlich sicheres Einkommen, weil die Gemeinschaft alles trägt. Das heißt, gibt es kein Gemüse, dann spielt das keine Rolle, das Geld wird bezahlt. Ja, so. Das heißt, der Anbauer hat die Sicherheit. Was der aber nicht hat, das ist halt meistens, es ist ein Verein am Ende, ja. Alle haben Mitspracherecht, alles muss abgesegnet werden, alles muss nachgefragt werden, ob das jetzt finanziell ist. Ja? Also da muss gefragt werden, können wir einen Folientunnel kaufen? Und wenn die Mitglieder sagen, nein, können wir nicht, dann muss ich mit dem leben, was ich da habe. Ja? Und im Market Garden, so wie wir das machen, treffe ich die Entscheidungen. Ja? Wenn ich sage, ich muss meine Anbaufläche vergrößern, weil ich möchte gerne 30 Kunden mehr bedienen, dann kann ich das einfach tun. Habe natürlich den Nachteil, mein monatliches Einkommen ist nicht gesichert. Ja? Also wenn ich Ernteausfälle habe, meine Ernte komplett wegbricht, dann bekommen meine Kunden ihr Geld wieder. Ja? Und ich muss dann gucken, dass ich irgendwo arbeite. Also es ist schon so eine Art Abo, Sie buchen dann für das Jahr so und so viel. Genau, also das nicht ist so. Nicht so, dass heute kaufe ich meinen, morgen kaufe ich meinen. Nein, also das ist, ich brauche eine gewisse Sicherheit, das geht gar nicht anders. Ne? Weil ich muss ja planen, ich muss eine Anbauplanung machen, ich muss meine Fläche planen und ich muss meine Beete planen. Und genauso muss ich ja angucken, was brauche ich an Jungpflanzen, was muss ich selber ziehen, wie viel Saatgut brauche ich und und. Wenn ich jetzt natürlich aufs Blaue losschieße, ja, dann ist das sehr schwierig. Ja, das heißt, man macht bei uns einen Gemüsevertrag, ja, und sagt, okay, ich möchte den wöchentlich oder 14-tägig und bekommt dann dementsprechend sein Gemüse. Ja, und das, wie gesagt, ein anderes System, das würde einfach nicht funktionieren. Ja, dann würde ich wahrscheinlich einen Monat haben, im August, da fahren alle in Urlaub. Ja, und dann stehe ich da. Erstens mal, so viel Gemüse kann ich nicht essen. Ja, und natürlich habe ich dann in dem Monat halt auch kein Einkommen. Ne? Also von daher, ich denke, das ist auch so eine Sache, wo ich denke, sowas muss halt von der Gemeinschaft getragen werden. Ja. Macht ja noch eine
zu Hause ein Haus verkaufe. Also wenn ich keine Gemüsekiste bei euch bestelle, sondern vielleicht nur an irgendwelchen Paprika oder Tomaten interessiert, wäre mal für ein einmaliges Geschäft. Das gibt es auch. Kann ich zu Ihnen kommen. Ja, also es gibt Freiverkauf, ja. Da kommt nächsten Monat auch nochmal ein Newsletter raus, den wird es geben, voraussichtlich zweimal in der Woche, einmal montags und einmal donnerstags, weil donnerstags ist bei uns am Haus die Gemüseausgabe. Das geht natürlich nur auf Bestellung, ne? Weil ich kann nicht jeden Tag oder alle paar Minuten ernten gehen und dann kommt jemand, also das muss ein bisschen organisiert und geplant werden. Allerdings ist es immer so, meine Gemüsekunden haben grundsätzlich immer Vorrecht. Das heißt, ich habe im Freiverkauf nie das Angebot, was ich in der Kiste habe. Ja? Also wenn ich nicht Spitzkohl genug habe, dann gibt es auch im Freiverkauf keinen Spitzkohl. Ne? Also das ist immer Priorität für meine Kunden. Ne? Und was es an Gemüse gibt im Freiverkauf, das wird wöchentlich aktualisiert und steht immer auf unserer Homepage. Ja, und man kann uns anrufen, eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp. Ja? Okay. Noch Fragen? Sonst machen wir. Ja? Gibt es das auch im Winter? Oder? Nein, nee. Wir bauen im Moment noch kein Wintergemüse. In welchen Monaten gibt es das dann? Oder wir fangen jetzt an im April. Wir versuchen Mitte April. Ja? Also Stichtag ist immer die erste Maiwoche plus minus 14 Tage. Ne? Weil das sonst immer schwierig ist, wir sind natürlich wetterabhängig. Ne? So, wir haben letztes Jahr sind wir gestartet, die letzte Aprilwoche, und haben geendet September, genau. 30 Wochen haben wir gemacht. Ja? Und wir versuchen natürlich, das dieses Jahr auch ein bisschen weiter hinaus zu machen. Überwinterungsverkauf kann man nur machen, wenn man die Möglichkeit hat zu lagern. Ja, und wir haben halt keinen Bauernhof, wir haben die Räumlichkeiten nicht dafür, die Sachen frostfrei zu überwintern, und die baulichen Gegebenheiten, die haben wir einfach nicht. Ja, von daher müssen wir erstmal mit dem klarkommen. Vielleicht, wenn wir irgendwann ganz groß sind, dann können wir uns vielleicht da irgendwas machen. Das wäre natürlich toll. Gut, dann würde ich sagen, wer noch Fragen hat, wir können hinterher gerne noch ein bisschen zusammen quatschen. Gell? Dann machen wir mal Thema Permakultur. Wie gesagt, auch nur Thema angerissen. Ja? Permakultur. Schaffung von Ökosystemen, die sich selbst erhalten können. Also wichtig ist im Prinzip in der Permakultur, das, oder viele sagen auch so Gärtnern ohne zu gärtnern. Ja? Also es geht in der Permakultur nicht alleine darum, Kulturgemüse anzubauen, sondern das zu nutzen, was die Natur von sich aus bereit ist zu geben. Ja? Also Giersch und sowas. Ja? Das ist für die Permakulturisten wertvolles Gemüse. Ist es ja auch. Ja? Die Brennnessel ist ein ganz tolles Gemüse. Ich weiß nicht, wer schon mal Brennnessel als Spinat gegessen hat. Ja, da ist toller Geschmack drin. Ja, also ich kann das nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ja, auch mal im rohen Zustand ein Brennnesselblatt zu essen, das ist wirklich geschmacklich toll. Es gibt in der Permakultur drei große Prinzipien. Das ist einmal Sorge tragen für die Erde, ja, achtsamer Umgang mit den Ressourcen und eine gerechte Verteilung. Also Permakultur ist nicht darauf ausgerichtet, Geld zu erwirtschaften, sondern das ist eher eine ganz soziale Gemeinschaft. Ja. Ist natürlich in der Regel auch ein recht bunter Haufen. Ja, also da... die Permakulturgärten, das ist schon ein Erlebnis, weil das sind auch wirklich ganz, ganz wilde Gärten. Es gibt verschiedene Beetelemente, viele kennen einige auch, Kräuterbeete, Hochbeete, Hügelbeete. Ganz toll sind die Mandala-Beete und Obstbaumlebensgemeinschaften. Ich weiß nicht, wer davon schon mal was gehört hat. Alle? Keiner? Keine der ersten vier. Möchtet ihr, dass ich es kurz erkläre? Ja, bitte. Ja, bitte. Gut, dann machen wir das mal.
Also, wenn wir jetzt normalerweise einen Baum pflanzen, dann graben wir ein Loch und setzen unseren Baum. So. Das passiert in der Permakultur nicht. Ja, in der Permakultur läuft ja auch alles nach Ausrichtung. Das heißt, der Permakulturist, der guckt sich zuerst mal seinen Garten an und beobachtet ihn und sagt, wo geht die Sonne auf, wo ist sie am längsten, wo geht die Sonne unter. Und danach wird der ganze Permakulturgarten ausgerichtet. Und wenn die Baum pflanzen, ist der Standort ganz wichtig. Ja? Und dann geht man hin, es wird immer in einer Baumscheibe gepflanzt. In der Regel sind das im Durchmesser 2 Meter.